Das ist die Tagesschau am Mittag. Willkommen zur Sendung und zu diesen Themen. Pendler zur Kasse bitten. Der Bund will mit Mobility Pricing ÖV und Straßen zu Spitzenzeiten entlasten. Beliebtes Amt trotz Brexit. Die Kandidatenliste für die Nachfolge von Englands Premier Cameron steht. IS-Konvoi getroffen. 250 islamistische Kämpfer sollen bei US-Luftangriffen im Irak getötet worden sein. Und weiterhin wechselhaft, zeitweise Schauer, vor allem in den Bergen, aber auch sonnige Phasen. Man kennt das Modell vom Fitnesscenter. Wer außerhalb der Stoßzeiten kommt, zahlt weniger. Ein ähnliches Modell, das sogenannte Mobility Pricing, will Verkehrsministerin Doris Leuthardt für die Straßen- und Schienennutzung einführen. Am Morgen hat sie ihr Konzept den Medien vorgestellt. Hans-Peter Trütsch. Überfüllte Züge, es ist eng geworden, vorab in den Agglomerationen und zu den Stoßzeiten. Es wird mehr und mehr, vor allem auch weiter gependelt. Gleiche Situation auf den Straßen, oft zähflüssiger Verkehr, Stau. Auf den Nationalstraßen 22.828 Staustunden waren es im letzten Jahr, 6% mehr als ein Jahr zuvor. Das System ist am Anschlag. Natürlich bedingt das weiterhin, dass wir die Investitionen, die wir jetzt mit Fabi und dann mit dem NAV haben, dass wir das trotzdem umsetzen. Parallel dazu dieses Mobility Pricing entwickeln, weil wenn wir heute sehen, in den Spitzenzeiten ist alles pumpenvoll und während des Tages haben wir rund 30% Auslastung. Und das müssen wir ändern, weil es uns zu viel kostet. Preise differenzieren, ein möglicher Ansatz, zum Teil schon umgesetzt, Billette ab 9 Uhr sind günstiger. Wichtig? Es ist nicht ein zusätzliches Finanzierungsinstrument. Mobility Pricing bedeutet nicht, dass wir den Verkehrsteilnehmer zusätzlich finanziell belasten, sondern Ziel ist, diese Verkehrsspitzen zu brechen. Nächster Schritt, Beispiel Rapperswil-Jona Modellregion für einen Pilotversuch. Sicher eine interessante Region von der Geografie her, das ist ganz klar. Voraussetzung muss schon sein, dass der Problemdruck relativ hoch ist, und zwar auf Straße und auf Schiene, auf ÖV und auf motorisierten Individualverkehr. Und beides ist in Rapperswil gegeben. Mobility Pricing existiert erst auf dem Papier. Für den Bundesrat eine Vision. Ob daraus etwas wird, hängt von den Pilotversuchen ab. Mobility Pricing für den Verkehr. Wie realistisch ist dieses Modell, Hans-Peter Trütsch in Bern? Ja, wir haben es gesagt, der Bundesrat hat es gesagt, Mobility Pricing ist eine Vision und Visionen haben es an sich ebenso. Man kann daran glauben oder eben auch nicht. Und in diesem Spannungsfeld bewegt sich die Diskussion. Es ist sehr viel eben noch unausgegoren. Es ist unklar, wie es aussehen könnte. Diese praktische Umsetzung, ja, da gibt es Modelle, aber nicht mehr. Man könnte zum Beispiel die Zufahrt in die Innenstädte erschweren, indem man Parkhäuser außen baut an den Stadträndern und dort eben in diesen Parkhäusern relativ hohe Parkgebühren erhebt. Und man stelle sich die Diskussion vor, beispielsweise beim innerstädtischen Gewerbe, wenn das dann Realität wird. Ich denke halt insgesamt, der Leidensdruck ist im Moment trotz allem noch nicht so groß und dieses Mobility Pricing ist eine von sehr vielen Möglichkeiten, um das Problem in den Griff zu bekommen. Pendlerabzügen gestreichen, was ja auch schon gemacht worden ist, jetzt in Steuerrecht, das bringt wahrscheinlich auf lange Sicht mehr dezentrale Arbeitsplätze, neue Arbeitszeitmodelle. Ich denke, in diese Richtung müsste für noch gedacht werden und eigentlich unterm Strich, so wie ich das gesehen habe, Mobility Pricing im Moment noch eher, wie gesagt, eine Vision, ja, eine unbekannte. Das System, dieses Mobility Pricing soll ja innerhalb der nächsten 15 Jahre eingeführt werden. Wie geht es denn jetzt weiter damit? Ich habe diese Modellregion Rapperswil-Jona erwähnt. Sehr spannend dort natürlich. Großes Verkehrsaufkommen, jeden Tag stundenlange Staus auf dem Seedamm, S-Bahn-Agglomeration Zürich, all diese Geschichten, die man kennt. Man will jetzt abklären, wie sich das eben auswirkt auf die Umwelt, auf die Bevölkerung, auch auf die lokalen Geschäfte, das Gewerbe eben beispielsweise. Und die betroffenen Regionen, Kantone können ihre Modelle nun einreichen. Etwa in 5 Jahren wird man dann sehen, in welche Richtung der Weg gehen wird. Und dann wird man dann auch sehen, ob aus diesen Pilotprojekten wirklich etwas real auch umgesetzt wird. Danke für diese Einschätzung. Live nach Bern, Hans-Peter Trütsch. Große Verluste für den sogenannten Islamischen Staat im Irak vermeldet die Armee des Landes. Die von den USA angeführte Koalition gegen die IS-Miliz hat in der Gegend von Fallujah nahe Al-Buhawai einen riesigen Konvoi teilweise zerstört.
Die Dschihadisten wurden getroffen, als sie dabei waren, ihre letzten Positionen westlich der einstigen IS-Hochburg Falluja zu räumen. Den Konvoi mit 700 Fahrzeugen hatte die irakische Armee in der Nacht entdeckt. Er soll mehr als 11 Kilometer lang gewesen sein. In einer Serie von US-Luftangriffen wurde ein großer Teil der Kolonne getroffen. Am Morgen früh haben wir mehr als 138 Fahrzeuge zerstört und alle Insassen getötet. Die überlebenden IS-Leute haben ihre toten Kameraden zurückgelassen und einige verwundete Kämpfer mitgenommen. Diese Operation hat das Rückgrat der Terroristen gebrochen. Später berichten verschiedene Quellen gar von 260 zerstörten Fahrzeugen. 250 Kämpfer sollen bei den Luftangriffen ums Leben gekommen sein. Es ist ein wichtiger Schlag gegen den sogenannten Islamischen Staat. Erst am Morgen hatte die irakische Armee mit Unterstützung des US-Militärs Falluja zurückerobert. Zwei Tage nach dem verheerenden Anschlag auf den Flughafen in Istanbul hat die Polizei 13 Verdächtige festgenommen. Sie sollen aus dem Umfeld der Terrormiliz IS stammen. Zuvor hatte die Polizei in Istanbul und Izmir Razzien durchgeführt. Ziel waren mutmaßliche Extremistenzellen mit Verbindungen zum IS. Zum Anschlag mit den 42 Toten hat sich bisher noch niemand bekannt. Der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan erklärte mittlerweile, für ihn seien die drei Attentäter keine Muslime. Ihnen sei ein Platz in der Hölle sicher. Auf den Philippinen hat der umstrittene Sieger der Präsidentenwahl, Rodrigo Duterte, sein Amtszeit abgelegt. Der 71-Jährige hat im Wahlkampf versprochen, einen gnadenlosen Feldzug gegen das Verbrechen zu führen. Dazu zählt für Duterte auch die Wiedereinführung der Todesstrafe. Zurück in die Schweiz. Die Altersrenten sind unter Druck. Die Situation der Pensionskassen ist angespannt, weil die Renditen auf den Kapitalmärkten schlecht sind. Deshalb verlangt der Schweizerische Gewerkschaftsbund einen Ausgleich bei der AHV, nämlich 10% mehr Rente für alle. So will es die Volksinitiative AHV Plus, über die am 25. September abgestimmt wird. Fritz Reimann. Vor fast 70 Jahren sagte das Schweizer Volk Ja zur AHV. Heute sehen die Gewerkschaften die Altersvorsorge bedroht und rufen deren Wert in Erinnerung. Die AHV ist die wirksamste, die sozialste, aber auch die Altersvorsorge, die für den besten Ausgleich unter den Generationen sorgt. Mit seiner Initiative verlangt der Gewerkschaftsbund 10% mehr AHV-Rente, also etwa 200 Franken mehr pro Einzelrente und 350 Franken mehr für Ehepaare. Das braucht es heute umso nötiger, als die Pensionskassenrenten sich massiv verschlechtern, quer durch die Schweiz. Und es kommt jetzt noch dazu, dass im Parlament, im Nationalrat, die neue Mehrheit die Renten förmlich massakrieren will. Heute wird die AHV aus je 4,2 Lohnprozenten finanziert. Für die Rentenverbesserung wären zusätzlich je 0,4% nötig. Man muss wissen, dass es bei der AHV keine Anpassung der Lohnprozente seit 1975, also seit den letzten 40 Jahren mehr gegeben hat. Mit ihrer Initiative AHV Plus stehen die Gewerkschaften und die Linke allein da. Der National- und der Ständerat lehnen die Initiative ab. Über die Argumente der Gegner dieser Initiative berichten wir zu einem späteren Zeitpunkt. Die Schweizer Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie, die sogenannte MEM-Branche, durchlebt eine schwierige Zeit. Kaum hat sie sich einigermaßen vom Frankenschock erholt, kommt der Brexit-Schock. Der Austritt Großbritanniens erhöht die wirtschaftliche Unsicherheit in Europa und lässt den Franken wieder erstarken. Das wiederum erschwert das Exportgeschäft, von welchem die MEM-Branche zum großen Teil lebt. Am heutigen SwissMEM-Industrietag sind darum Lösungen für die Zukunft gefragt. Trübes Wetter am Industrietag in Zürich. Sinnbildlich für die derzeitige Stimmung in der MEM-Branche. Verbandspräsident Hans Hess hofft darum auf die Schweizerische Nationalbank.
Diese solle nach dem Brexit-Taucher den Euro-Franken-Kurs wieder auf 1,10 treiben, um das Schlimmste zu verhindern. Die meisten Unternehmer würden wahrscheinlich heute mit 1,10 arbeiten können, hätten dann die Maßnahmen, die sie treffen müssen, um konkurrenzfähig zu sein, bei 1,10 getroffen. Es gibt schon auch Firmen, für die ist 1,10 immer noch zu stark. Aber es wäre unrealistisch zu hoffen, dass das kurzfristig geändert werden kann. Auch wenn die Schweiz im internationalen Vergleich bereits gut dastehe, müssten sich die Unternehmen darum noch stärker digitalisieren und vernetzen, um kostengünstiger zu werden. Eine Firma kann jetzt zum Beispiel Sensoren in ihre Maschine tun, die herausfinden, wann die Maschine gewartet werden muss, sodass das automatisch eingeplant werden kann. Der ganze Wartungszyklus kann vereinfacht werden und schneller und effizienter gemacht werden. Das wären so Chancen. Gewerkschaften befürchten allerdings, dass durch diese sogenannte vierte industrielle Revolution viele Arbeitsplätze verschwinden werden. Hans Hess widerspricht. Gewisse einfache Arbeiten werden vielleicht noch automatisiert, aber der Automatisierungsgrad in der Industrie ist schon hoch. Und auf der anderen Seite sehe ich ganz klar, dass neue Jobs geschaffen werden im Umfeld des Datenmanagements und solchen Dingen. Und ich hoffe und werde mir Mühe geben, dass es uns gelingt, diesen Personalbestand in der Maschinenindustrie etwa zu halten. Also nicht Roboter würden Arbeitsplätze bedrohen, sondern eher der starke Franken und das wirtschaftlich schwierige Umfeld. Und damit direkt zum Euro-Franken-Kurs. Dieser notiert derzeit bei einem Franken 0,884. Der Dollar wird gehandelt zu 97,57 Rappen und der SMI, der steht derzeit 0,1% im Plus. Und damit zum Thema der Stunde. Großbritanniens Politik ist derzeit von Hektik geprägt. Seit der Brexit-Abstimmung vor einer Woche und der Rücktrittsankündigung Camerons ist auch das Rennen um den Parteivorsitz der konservativen Tories eröffnet. Derweil wird das Kandidatenfeld immer unübersichtlicher. Insgesamt 5 Kandidaten haben sich bis dato gemeldet. Die Frist läuft in wenigen Minuten, also um 13 Uhr Schweizer Zeit, aus. Boris Johnson hat erst vor wenigen Minuten verkündet, dass er diese Herausforderung nicht annehmen will. Vor ihm ist Innenministerin Theresa May vor die Medien getreten und hat ihr Interesse bekundet. Ihr werden gute Chancen vorausgesagt. Theresa May, die Anti-Boris-Johnson-Kandidatin. Die Innenministerin ist ein politisches Schwergewicht. Sie hat sich gegen den Brexit ausgesprochen. In Einwanderungsfragen hat sie sich aber als Hardlinerin gezeigt. Es darf keine Versuche geben, in der EU zu bleiben, noch ihr durch die Hintertüre wieder beizutreten. Das Land hat sich entschieden, die EU zu verlassen. Und es ist die Aufgabe der Regierung und des Parlaments, genau das zu tun. Mit Justizminister Michael Gove steigt nun aber ein noch weiteres Schwergewicht in den Ring. Seine Kandidatur kommt überraschend. Innerhalb der konservativen Partei gehört Gove zu den EU-Skeptikern. Er hat sich stark für den Brexit engagiert. Im Kampf um Camerons Nachfolge bräuchte er noch Stärkung. Sozialminister Stephen Crabb gilt als Außenseiter. Er präsentiert sich als Alternative zur konservativen Elite, weil er aus einfachen Verhältnissen kommt. Ich liebe mein Land, ich liebe meine Partei und ich glaube, dass das, wofür ich stehe, die Werte, die ich repräsentiere, genau das sind, was es braucht, um uns durch die kommenden Herausforderungen zu bringen. Vor wenigen Minuten trat auch Boris Johnson vor die Medien und gab überraschend bekannt, dass er nicht antrete. Wer das Rennen macht, sie oder er, wird Großbritannien durch turbulente Zeiten steuern müssen. Boris Johnson, der prominenteste Brexit-Befürworter, hat soeben eben angekündigt, dass er nicht kandidiert. Urs Gredig in London, wieso dieser plötzliche Rückzieher? Nun, man muss sagen, eine schon spannende Zeit hier in London ist noch etwas spannender geworden. Heute gab es viele Überraschungen, aber die größte Überraschung, die war tatsächlich vor 5 Minuten. Das ist ein mittleres Erdbeben. Boris Johnson wird sich nicht um die Nachfolge von David Cameron bewerben. Es hatte sich etwas abgezeichnet heute, denn es war ein katastrophaler Tag für Boris Johnson. Zuerst ist ihm Michael Gove, wir haben es gehört, sein engster Vertrauter im Brexit-Abstimmungskampf, sozusagen in den Rücken gefallen, indem er selber seine Kandidatur
ausgesprochen hat. Dann hat Theresa May, die Innenministerin, ganz stark auf ihn geschossen. Und das hat sicher bei Boris Johnson jetzt die Meinung hinterlassen, das wird ganz, ganz schwierig für ihn. Wenn er antreten würde, hätte er genau das wochenlang erdulden müssen, nämlich dass auf ihn, auf seine Person, auf ihn geschossen würde. Er war sozusagen im Risiko, vom Favorit zum Mitläufer zu werden. Und nun hat er die Reißleine gezogen. Man muss sagen, nach David Cameron hat dieser Brexit-Abstimmungskampf, die Brexit-Abstimmung, ein zweites ganz, ganz prominentes Opfer gefordert. Und man erinnert sich, Boris Johnson hat mal gesagt, auf die Frage, wie denn die Chancen stehen, dass er Premierminister wird, die Chancen stünden etwa so groß wie Elvis auf dem Mars zu finden. Nun hat er recht bekommen, auch wenn er das selber wahrscheinlich am wenigsten wollte. Jetzt ist das Kandidatenfeld trotzdem ziemlich groß, auch wenn Boris Johnson nicht antritt. Wer hat denn schätzungsweise die besten Chancen? Nun, meiner Meinung nach konzentriert sich jetzt das Rennen tatsächlich auf zwei Namen. Das Ticket wird ja auch zwei Namen am Schluss beinhalten. Das ist Michael Gove, wie angesprochen. Aber in der Pole Position sehe ich ganz klar Theresa May. Die Innenministerin hat sich sehr klug positioniert in den letzten Tagen, in den letzten Wochen sozusagen als Stopp-Boris-Kandidatin. Da hat sie jetzt recht bekommen. Sie hat sich positioniert als One-Nation-Tory, heißt es hier. Also als jemand, der die Nation jetzt in dieser schwierigen Situation einen kann. Sie hat sehr viel Führung. Und auch wichtig, sie gilt als Hardlinerin, zum Beispiel was das Thema Immigration betrifft. Und das macht sie auch bei Brexit-Befürwortern wählbar in der eigenen Partei, obwohl sie selber ja gegen den Austritt aus der EU war. Herzlichen Dank für diese Einschätzung. Live nach London, Urs Kredig. Zum Sport. Am Grand-Slam-Turnier in Wimbledon musste Belinda Bencic gestern Abend wegen Regens erst lange auf ihr Spiel warten und kam so unerwartet zu einem Auftritt auf dem Center Court. Und sie wusste auf der großen Bühne zu überzeugen. Gegen Svetlana Pironkova gewann sie in zwei Sätzen klar. Belinda Bencic zeigt eine nahezu perfekte Leistung zum Wimbledon-Auftakt gegen Svetlana Pironkova. Bei ihrem ersten Auftritt auf dem Center Court von Wimbledon lässt die 19-jährige Schweizerin ihrer Gegnerin kaum eine Chance. Der vierte Matchball ist sinnbildlich für die Überlegenheit Bencics gegen eine gute Kontrahentin. Der Freudenschrei als Beweis nach dem 6:2 und 6:3. Belinda Bencic darf mit ihrem Auftritt zufrieden sein. Der Blick in den Himmel ist heute nicht sehr berauschend. Ob sich das bessert, erklären Ihnen die Kollegen von Meteo gleich auf dem Dach. Wir sind zurück um 18 Uhr. Bis dahin einen schönen Nachmittag Ihnen. Audio mit Nord.